Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Ja, nach längerer Abstinenz bin ich dann doch wieder da. Juhu, juhu, ja, wieder Vanilla. So, ich habe jetzt bloß ein kleines Problem. Ich habe schon ein bisschen was aufgenommen gehabt und habe dann festgestellt, also das mit der Stimme geht mal gar nicht. Absolut nicht. Ich komme gleich mal... Warum habe ich ein Enderauge? Also das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Ich komme gleich mal dazu, was ich getan habe in der Aufnahme. Und natürlich war ich auch in meiner Krankheit war ich nicht ganz untätig. Weil ich kann ja nicht irgendwie irgendwie nur auf meinen Arsch packen. Ich kann ja nicht nur einfach nur faul im Bett liegen. Nee, ich habe ein bisschen was gemacht. Aber nur ein bisschen, wirklich nicht viel. Und... Ich habe doch eben noch ein Skelett gehört, oder? Warum ist denn... Ja, da höre ich doch eins. Habe ich richtig gehört. Naja, egal. Und, eine Möhre haben wir noch und hier Samen. Das da rein. Sonst noch irgendwas? Ja, hier Enderauge. Was? Warum denn? Keine Ahnung. So, von denen habe ich... es geht um... Ach komm, ich zeig's euch einfach. Erstmal suche ich das Skelett. Irgendwo bestimmt unter einem Baum. Ach komm, ist es auch egal. Ich werde jetzt euch erstmal zeigen, was ich in meiner Krankheit oder während ich dann mehr oder weniger, ja, ich war ja krankgeschrieben, ne? Und mir ist mehr oder weniger mehr oder weniger die Decke auf den Kopf gefallen, weil ich nur entweder im Bett oder auf der Couch war und es war mir einfach zu viel. Da habe ich mir dann gedacht, ja, okay, gut, kannst ja vielleicht mal ein bisschen was vorbauen oder sowas, ne? War dann in der Testwelt drin. Und das hat mir so gut gefallen, das wollte ich dann unbedingt gleich umsetzen. Und habe dann auch gleich noch ein bisschen was ausprobiert, aber das habe ich wieder verworfen. Also, keine Sorge, war nicht so besonders viel, was ich gebaut habe, während ich eben mehr oder weniger krank war. Space Astronomie habe ich aufgenommen, ja, auch ein, zwei TBB-Folgen, aber das war mir dann echt zu viel. Ich habe dann auch bloß noch Hustanfälle gehabt und nee, das wollte ich euch dann auch nicht unbedingt antun. War ja dann auch so, die letzte Folgen, das waren 3 Stück. Wir haben bloß, ist nur eine Kleinigkeit gebaut worden, also nicht besonders groß, auch nicht besonders viel. Ja, das war nicht so toll, das war nicht so toll. So, hier rum geht's. Und zwar habe ich hier das ein bisschen erhöht. Ich versuche das jetzt hier mal mit Glas, damit hier eben nichts mehr spawnt. Ja, das ist ein bisschen höher geworden. Und, ja, hier gibt es noch eine kleine Fläche. Das da funktioniert einwandfrei. Und ich glaube, hier das mit dem Glas funktioniert auch ganz gut. Dass da eben nichts spawnen kann. Ja, dann geht es hier eben runter. Ne? Da habe ich eben versucht, hier noch einen Bahnhof hinzubauen. Ne? Ja, Bahnhof, ja, gut. Gibt einige, aber... Achso, ja genau, hier ist das, der Spender dann weiter runtergerückt, ist klar, ne? So, hier geht dann noch weiter die Bahn hoch. Und damit eben hier drin gespawnt eben auch die Dinger, ja gut, hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen können. Dann habe ich hier die Haltestellen noch ein bisschen umgebaut. Aber nur so ein bisschen, damit man hier einfacher aussteigen kann. Weil sonst hat man ja immer hier auf dem Block gespawnt, da drüben genauso. Da ist der Dschungel. Achso, bei dem ist es jetzt nicht weitergegangen, ne? Und jetzt muss ich auch mal hinlaufen. Da hinten habe ich mir noch ein kleines Portal gesetzt, beziehungsweise erstmal alles vorbereitet, so einen kleinen Raum gemacht, eine Treppe runter durch den Bedrock. Und hatte dann aber das Portal in der Aufnahme gesetzt. Ist ja kein Ding, ist ja kein Ding. Ach, verdammt, ich habe es schon in der letzten Aufnahme verbessert. Ich wollte mir noch ein bisschen Obsidian mitnehmen. So, hier ist ein Portal. Hier sind Auslabs drin, damit eben hier auch nichts spawnen kann. Und wir gehen mal durch. Und wo wir dann rauskommen werden, ist hier. Im Sumpf. Ja, wenn ich mal durchkomme. Hier im Sumpf. Und das Ding haben wir gebaut. Beziehungsweise ich habe es gebaut. Hier noch ein Bett. Ja, da könnte man eigentlich noch so ein kleines Häuschen machen, wo man dann hier noch nächtigen könnte. So, ja, hier einen kleinen Aufgang und sowas. Es hat ungefähr... Ja, das haben wir mal 3/4 Stunde gedauert. Ne, mit Labern, klar. Ohne hätte es wahrscheinlich in einer halben Stunde geklappt. Aber ja, hier ist die Plattform, wo das Portal drauf ist. Und ich wollte extra noch in das Sumpfgebiet, um eben auch Slimeballs zu bekommen.
Ja, was macht man denn mit Slime Balls? Ja, das kann ich euch gerne mal zeigen. Weil da gibt es noch so unendlich viele Möglichkeiten. Mit Slime Balls kann man noch irgendwie, ach, guck mal hier, genau. Das kann man, Moment. Habe ich? Ja, ich habe auch. Ha, sehr gut. Was bist denn du? Ach so, ja, genau, Streichel. Ich habe die Behutsamkeitsspitzhacke repariert und habe sie dann auch gleich Streichel genannt. In Gedenken an den lieben Tagun. Ja, er sei mal hier an dieser Stelle gegrüßt. Falls er das guckt. Hm, ich hoffe es mal. Wahrscheinlich nicht. Aber naja, okay. Gut. Machen wir hier mal. Quasi als, ja, Relikt. Relikt kann man ja schon fast sagen zum Tagun. Oh, sorry. Sorry, den konnte ich mir jetzt gerade nicht verkneifen. Nee, aber, achso, ja, warte mal. Ich lasse das Feuerzeug mal besser dort. Weil sonst habe ich ein kleines Problem. Ne? Da. Zack. Ah, warte mal. Ich kann da mal und da mal. Ich brauche aber noch... Ja. Von denen brauche ich... Nee, von... Ah, von denen hätte ich doch gar keine gebraucht. Ja, egal jetzt. Da ist noch eine Ender-Chest drin. Die nehme ich auch mal mit. Ist hier noch eine? Nee, hier ist keine mehr. Gut. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, das Feuerzeug habe ich jetzt da gelassen, das ist gut. Ender Chest habe ich dabei, ist auch gut. Obsidian habe ich dabei. Ja, hier, bei dem Bahnhof, genau. Ja, Bahnhof nicht unbedingt, aber da hinten eben möchte ich noch das bisschen zumachen, damit er eben nichts spawnen kann. Ja, für euch ist es jetzt wahrscheinlich auch schon ein paar Tage her, am Dienstag. Für mich war das gestern, ist ja unser Altkanzler Helmut Schmidt gestorben. Ja, er war ein großartiger Mann. Ich habe mir dazu auch ein paar Dinger noch durchgelesen und Nachrufe gelesen und was weiß ich was alles. Also, er war auf jeden Fall ein wichtiger Mann, ne? Und wer den Helmut Schmidt nicht kennt, der sollte sich mal da ein bisschen schlau machen. Also so ein bisschen Allgemeinbildung wäre nicht verkehrt. Das ist, ja. Siehst du, da hätten wir noch so von diesen. Naja, die drei lasse ich mal da. Obsidian, lassen wir den da oder nehmen wir ihn mit? Ich würde sagen, den nehmen wir mit, sonst suche ich ihn wieder wie blöd. Da ist noch die Ender-Chest, okay, da ist noch ein Ofen, ja. Da müsste ich auch mal ein bisschen Lava holen, aber ich glaube, Lava hole ich mir eher in der Overworld. Ich glaube, das ist dann ein bisschen angenehmer. Als dort irgendwo im Nether, weil bis du dich darunter gebaut hast, naja. Aber nochmal zurückzukommen zum Helmut Schmidt. Er war ein sehr, sehr, sehr wichtiger Mann. Quasi auch Vorreiter vom Euro. Der hat ja damals mit dem französischen Präsidenten, Namen kann ich nicht aussprechen, habe ich mir auch nicht merken können, tut mir leid. Aber der war damals mit dem sehr gut befreundet. Und der hat quasi den Euro oder die Eurozone auf den Weg gebracht. Und das war schon 89. Also, oder so um die, in den, Ende 80er Jahre. Ende der 80er Jahre war das auf jeden Fall. Und das muss ich mal, also der war Wegbereiter für so viele Dinge. Schnell weg. Da war noch eine Hexe. Und ich habe doch, glaube ich, irgendwie ein Skelett gehört, was auf mich schoss. Naja. So viele Wegbereiter, also so viele Dinge hat er quasi den Weg geebnet. Für die FDP zum Beispiel. Ja, will man gar nicht glauben. Für die FDP hat er auch quasi den Grundstein gelegt. Kann man so sagen. Hier, Obsidian. Müsste ich auch mal wieder farmen. Und es ist echt der Hammer. Echt der Hammer. So, hier kommt die Ender-Chest wieder hin. Gut. Ja, das ist noch alles für Dingens hier. Kirchens, hast du nicht gesehen? Warum habe ich einen Ender-O genannt? Hier, geh doch mal zurück, danke. So, ein paar Enderperlen. Ja, hier, Slime-Balls. Deswegen bin ich ja auch dorthin. Wir hatten vorher nur 4. Ich habe noch ein ganzes Stack mitgebracht. Angeln könnten wir auch mal wieder. Emeralds könnten wir mal holen. Also Smaragde. Lodenruhen haben wir noch. Lodenstaub haben wir noch. Steindruckplatten. Steindruckplatten. Warum habe ich denn so viele Steindruckplatten? Genau, Holzdruckplatten. Alter. Ich weiß gar nicht, was ich damit angefangen habe. Also die Holzdruckplatten, glaube ich, waren noch für die Monsterfalle. Hm. Naja. Nee, aber, der Herr Schmidt, das war schon ein wichtiger. Das war schon ein sehr wichtiger. So, warte mal, das kann ich eigentlich mal wieder da reinpacken. Dann habe ich das überall. Ja. Nein. Och, hier. So. 9.
Punkte, ja, okay. Wir waren auch noch mal kurz an der Goldfarm. Und haben dort noch ein bisschen, ja, haben da noch ein bisschen XP gesammelt. Ja, vor allen Dingen immer wir, ne? Eigentlich mache ich das ja, aber ihr guckt ja zu. Na, weiß auch nicht. So, ich versuche mal den Bogen zu reparieren, weil das will ich jetzt noch machen in der Aufnahme. Also hier in der Folge. 3 Stück, ja, müssten reichen. Mal gucken, ob das auch so klappt. Wie ich mir das denke. Gleich wird der Anvil kaputt gehen. Nee, geht nicht. Hm, komisch. Ja, der Anvil sieht schon sehr stark lediert aus. Nee, aber der Schmidt, der hat wirklich so viel Weg bereitet und das ist echt der Hammer. Wie ich das gelesen habe, habe ich gedacht, hm, okay. Also alles wusste ich auch nicht. Gebe ich offen zu. Der ist jetzt am Dienstag mit 96 Jahren in Hamburg gestorben. Ja. Ich meine, der hat ja auch den Ersten Weltkrieg mitgemacht und den Zweiten, glaube ich. Ja, natürlich, ja. Ersten und Zweiten hat er mitgemacht, also den Zweiten nicht wirklich, aber er hat es. Haltbarkeitsstärke, ja, okay, 5. Der hat es auf jeden Fall erlebt, sage ich jetzt mal so, als Kind. Und Zweiten Weltkrieg sowieso. Und will man gar nicht glauben, was der Mann da auch so mitgemacht hat. Also das ist echt der Hammer. Lest es euch mal durch, geht mal in das Wiki, lest es euch mal durch. Es ist wirklich hochinteressant. Wirklich sehr hochinteressant. Vor allen Dingen, der hat auch nach seiner Periode, nachdem er Kanzler war, der war 2 Perioden lang Kanzler, also 8 Jahre. Guck nicht so. War er Kanzler und ja. Der hat danach auch nicht seinen Mund gehalten. Und der war auch ein Mann der klaren Worte. Definitiv. So, was haben wir hier ausgewählt? Das sind Möhren. Ich hätte gern Weizen. Auswahl. Ne, Kartoffeln. Ich hätte gern Weizen. Danke. So, Ernte. So, sehr schön. Das läuft. Gut, ja. Also, der Mann, das war wirklich ein richtig guter. Ein richtig guter. Und mal gucken, mal gespannt, wie das dann hier bei uns auch so weitergeht. So auch mit, was dann so Dings betrifft. Der nächste Bundeskanzler oder die nächste Bundeskanzlerin. Je nachdem. Hui, da war ein Enderman. Komm mal her. Dankeschön. So. Ja, eine Enderperle. Geht doch. Ist doch okay. Gut. Also das war wirklich ein super Typ. Also so auch, was das Private betrifft, muss er richtig gut gewesen sein. Natürlich, ich habe das jetzt wirklich nur überall nachgelesen. Ich meine, ich kannte den natürlich auch nicht persönlich. Also wie die wenigsten von uns wahrscheinlich. Aber ja, gut. Ist dann eben so, ne? Also mir hat der Mann imponiert. Hat er schon früher. Und jetzt, wo ich mich halt mal so richtig schlau drüber gemacht habe. Ja. Ich finde es ja auch wirklich richtig genial mit dem Let's Play, weil da mache ich mich ja auch mal über Dinge schlau, die mich eigentlich so nicht wirklich interessieren müssten. Ich sage jetzt extra müssten. Nee, aber da mache ich mich halt mal schlau über so, ja, über Politiker oder irgendwie andere Leute. Was mich dann eben auch persönlich dann so ein bisschen interessiert. Wenn ich das jetzt wirklich nur für mich machen würde, ja, nö, glaub nicht. Also, ich bin da ehrlich, ich glaube nicht, dass ich das dann so intensiv betreiben würde, wie jetzt auch hier fürs Let's Play. Okay, ich glaube, ich muss dann nochmal auf die andere Seite ein bisschen Dinge... Nein, nein, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ja, ich muss eh gleich nochmal raus. Noch ein bisschen Weizenkörner holen. So, kann ich auch gleich die Hacke holen. Und in diesem Sinne werde ich mich dann auch gleich mal verabschieden. Jawohl, ich mache erstmal noch die... Nee, kommt du her. Danke. Dann hole ich noch die Weizenkörner auf der anderen Seite. Ja, jetzt müsste ich auch mal ins Lager anschließen, ganz ehrlich. Na, runter. So, zack, 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 zack. Nee, du nicht. Du bleibst da drin. So, machen wir doch schnell das Feld fertig. Und dann war es das auch erstmal für diese Folge. Ah, das war da drüben, glaube ich, ne? Ich würde sagen, ja. So, zack. Zack. Machen wir hier noch schnell das Feld fertig. Und dann war es das auch für diese Folge.
Ja, also wie gesagt, ne, Helmut Schmidt, großartiger Mann gewesen. Leider ist er von uns gegangen, aber ich meine, er hat selbst gesagt, er macht so lange, bis der liebe Herrgott sagt, es ist vorbei. Ne, es ist genug. Und ja, gut. Er hat wirklich alles durchgezogen, was er machen wollte. Also sage ich jetzt einfach mal so, ich gehe mal stark von aus, dass er wirklich die Ziele erreicht hat, die er machen wollte. Oder die er sich gesteckt hatte. Und ja, großartiger Mann auf jeden Fall. Gut, in diesem Sinne aber dann, vielen Dank fürs Zusehen. Gehabt euch wohl, haut rein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.